You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still, I'm right here, screaming, I'm good. Lieben, ich bin Laura und heute gibt es ein neues Video von mir. Und in diesem Video gibt es noch ein neues Update, weil mein letztes Update-Video habe ich vor einem Monat gedreht und ich wollte euch einfach so auf dem Laufenden halten, was bei mir so passiert und was noch passieren wird. Und deshalb drehe ich jetzt dieses Video für euch. Also falls ihr daran interessiert seid, dann bleibt doch gerne dran und ich erzähle euch einfach so das Neueste. Also das Erste, was so in diesem Monat im Februar passiert ist, ist, dass ich hatte halt mein 7-monatiges jetzt in Amerika und das ist schon echt krass, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit hier. Das ist mir einfach mal so aufgefallen. Also ich habe auf meinen Kalender geguckt und dann dachte ich mir so, okay, wir sind jetzt im Februar. Oh ja, bald kommt März. Aha, okay, April, dann ist Prom und Mai kommen meine Eltern schon. Also die Zeit rennt so sehr und die vergeht so schnell. Und einerseits bin ich auch richtig traurig, aber andererseits habe ich auch ein gutes Gefühl, nach Hause zu gehen und bin auch sehr happy darüber, meine ganzen Freunde und meine Familie jetzt wiederzusehen. Ja, also falls ihr so ein ganzes Gefühle-Video haben wollt, das habe ich auch mal vor dem Auslandsjahr schon mal gedreht, so ein Gefühle-Video, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Da waren es noch so 60 Tage bis zum Auslandsjahr und jetzt sind es, glaube ich, noch so knapp 100 Tage bis nach Hause. Also... ich weiß auch nicht, wo die Zeit geblieben ist. Also, falls ihr ein Gefühle-Video haben wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann würde ich so ein Video ganz, ganz gerne drehen, über wie einfach so die Zeit im Auslandsjahr vergeht. Und generell ging der Februar sehr, sehr schnell um. Also, es gab Valentinstag, den habe ich halt mit meiner Familie zusammen verbracht. Und dann sind wir brunchen gegangen und dann haben wir eigentlich nur so zu Hause gechillt. Also, ich und meine älteste Gastschwester. Und meine Gasteltern, meine Gastschwester Georgia, die hat ja einen Freund, deshalb ist sie mit denen irgendwo hingegangen und ich hatte halt hier zu Hause Spaß mit meinen zwei Golden Retrievern. Was noch so passiert ist, sind Lacrosse-Spiele. Also die richtige Season, so gegeneinander die Spiele haben, hat jetzt wirklich richtig angefangen. Also ich hatte gestern mein zweites Lacrosse-Spiel und es macht wirklich riesig Spaß, damit zu spielen, einfach so ein Teil des Teams zu sein. Also... ja, ist schon ganz gut. Jetzt haben wir dreimal die Woche bestimmt oder zwei, dreimal haben wir Spiele in der Woche, wo wir einfach so hinfahren müssen zu den anderen Schulen oder gegen die anderen Mannschaften spielen müssen. Aber es macht mir schon echt viel Spaß. Also in meiner Schule geht es eigentlich ganz gut. Die Fächer sind halt easy, sind halt okay. Also manchmal wird es natürlich langweilig, aber man hat ja immer Projekte, die man machen muss. Zum Beispiel in Zeichnen müssen wir halt so live ein Modell zeichnen. Also da kommt halt ein Junge oder ein Mädchen in unsere Klasse und ist dann halt ein Modell. Also muss man den halt live zeichnen. Und in Malen müssen wir halt Stillleben malen. Und ja, also ist sehr gut. Und ich hatte auch... vor ein paar Wochen mein erstes Chorkonzert, also mit meinem Female Choir hatten wir halt unser Chorkonzert in der Schule und es hat echt richtig Spaß gemacht und bald fahren wir dann auch noch zu einem Festival, wo wir gegen andere Schulen antreten müssen und unsere Lieder vorsingen und darauf bin ich schon echt gespannt. Und einige haben mich gefragt, was ich vielleicht machen möchte nach der Schule oder halt als Beruf. Und ich habe mich letztens dazu so entschieden oder ich dachte mir halt, was gibt es Besseres als jetzt so Englischlehrerin oder Anglistik zu studieren. Und deshalb möchte ich gerne Anglistik studieren. Also das wäre halt so mein Plan für meine Zukunft. Damit ist die Frage jetzt beantwortet, was ich so nach der Schule machen möchte. Ich möchte gerne Englischlehrerin werden. Viele haben mich noch unter meinem letzten Video gefragt, weil ich habe ja gesagt, dass man halt nicht vor seinen Gasteltern oder seiner Gastfamilie fluchen sollte. Und da haben, ich muss das mal gerade finden. Also ihr habt gefragt, hast du schon mal von deinen Gasteltern geflucht? Wenn ja, wie haben sie reagiert? Ich muss echt sagen, ich habe wirklich noch nie geflucht von meinen Gasteltern. Also ich versuche es zu vermeiden und es ist mir auch gut gelungen bis jetzt. Dann hat noch jemand gefragt, sagst du zu deiner Gastmutter auch Mama oder nur den Vornamen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das habe ich mich auch vor dem Auslandsjahr gefragt. Da meine Gastmutter Elisha heißt, nenne ich die halt
bei Vornamen Lisha oder ich sag Lish, das ist halt ihr Spitzname. Aber manchmal, wenn es halt so eine lustige Situation ist und dann schreie ich einfach nur durchs Haus, Mom! Also das mache ich halt so gerne. Aber ich nenne meinen Gastvater nur beim Namen. Also ich würde nie darauf kommen, den einfach nur so Dad zu nennen. Also das ist halt nicht sowas für mich. Da müsst ihr wirklich euch selber entscheiden und einfach mal gucken, wie eure Gasteltern darauf reagieren. Weil wenn ich zum Beispiel mit Georgia bin, dann mag ich halt nicht so gern zu sagen, ja, wie geht's Mama oder irgendwie sowas oder wo ist Mama? Also nee, ich sag dann halt eher, ich nenne die halt eher beim Vornamen. Etwas ganz Spannendes, was in diesem Monat im Februar passiert ist. Ich bin mit meiner Freundin am Samstag halt zu so einem Laden hingegangen, zu so einem Laden, wo man halt Prom-Kleider kaufen kann. Also, mal kurz, für diejenigen, die nicht wissen, was Prom ist. Prom ist halt dieser große Ball am Ende des Jahres, nur für die Junior und Senior, also nur für die 11. und 12. Klässlern. Oder wenn du halt von jemandem gefragt wirst, der ein Junior oder Senior ist und du bist zum Beispiel ein Freshman oder Sophomore, dann kannst du natürlich da auch hingehen. Aber das ist halt für Junior und Senior. Und das ist halt so ein Tanzball, sowas wie Homecoming, nur halt viel größer. Und dafür kauft man sich halt ganz teure Kleider und Anzüge. Und das ist halt so ein amerikanischer Tanz. Also bin ich mit meiner Freundin in so einen Laden reingegangen, wo man halt so Kleider kaufen kann. Und habe auch schon total viele anprobiert. Habe aber noch nicht das Richtige gefunden. Und habe im Online-Shop nochmal geguckt und habe dann aber eins gefunden, das mir wirklich richtig gut gefällt. Ich habe die Mitarbeiterin dann halt gefragt, ob die es im Laden haben und sie hatten es nicht, obwohl auf der Internetseite stand, dass sie es hätten. Das hat mich halt total aufgeregt. Dann bin ich halt am Sonntag danach mit meiner Gastmutter nach Downtown gefahren, also halt in die City. Und wir sind halt zu so einer Schwesternschaft, also so Sorority-Häuser. Vielleicht wissen einige von euch, was das ist. Das ist halt dieses, wie in den Filmen, wo die ganzen Schwesternschaften und Brüderschaften in so einem College sind, so Delta, Zeta, Pi und Fiji, irgendwie sowas, ne? Also meine Gastschwester Nora, die ist auch bei so einer Schwesternschaft und ihre heißt Aopi, also ja, die haben halt so Schwesternschaft-Häusern und eins davon hat die, also die haben deren Prom-Kleider verkauft von deren letzten Jahren an der Highschool. Und dann bin ich halt hingegangen mit meiner Gastmutter und dann haben wir uns die angeguckt und ich habe ernsthaft ein Prom-Kleid gefunden. Und es ist so schön und das war so mein amerikanischer Moment. Ich hatte halt eine Person, also so ein Mädel, das halt da aufs College geht und die hat halt meine Kleider rumgetragen, die ich halt toll fand. Und die hatte ernsthaft halt so 7 Kleider in der Hand, also so rumgeschleppt. Und es war so cool, also ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin und jetzt habe ich ein Kleid gefunden. Die Kleider sind wirklich richtig, richtig teuer. Also wenn man wirklich ein neues Kleid im Laden kaufen möchte, können die schon von 100 bis 700 oder noch mehr Dollar kosten. Natürlich habe ich nicht das Geld für ein 700-Dollar Kleid. Also hätte ich einen in der Klatsche, wenn ich mir so ein 700-Dollar Kleid kaufen würde für einen Abend. Und das dann nie wieder anziehen würde. Also ist bei mir nicht drin. Aber mein Kleid, das ich mir jetzt gekauft habe, war jetzt auch nicht das günstigste. Also das hat, glaube ich, original irgendwie so 400 gekostet. Und ich habe das für 200 bekommen. Normalerweise war das 250, aber ich habe das irgendwie für 200 bekommen. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Ich werde euch das Kleid aber bis zum Prom nicht zeigen. Das soll eine Überraschung sein. Und Prom ist am 23. April. Dann gab es noch Georgias Geburtstag am 23. Februar und es war echt super schön. Sie ist 18 Jahre alt geworden, also volljährig. Das wäre in Deutschland halt so ein mega, mega großes Ding. Hier ist es halt nicht so groß, also hier wird sie nicht so groß gefeiert. Es ist halt nur so 18, hey. Aber in Deutschland wäre es natürlich was echt Großes. Ich habe ihr ein Geschenk gemacht, also eigentlich so gebastelt. Ich mag das irgendwie voll, so basteln, also kreativ zu sein. Ich zeige euch mal hier, blende euch mal hier die Videos ein, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir halt so ein Holzbrett genommen und so Nägel reingehammert, die halt so TTU zeigen. Das ist halt die Abkürzung ihrer Universität, zu
der sie hingeht, also Tennessee Tech University. Da wird sie halt ab dem Herbst wird sie halt dahin gehen. Und darüber hat sie sich echt richtig gefreut. Also ja, hier nochmal ihre Reaktion. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Und ich habe auch auf der anderen Seite von dem Holzbrett habe ich noch so einen ganz langen Text drauf geschrieben. Und als ich das geschrieben habe, musste ich schon echt richtig weinen. Also, weil irgendwie vor Freude, weil ich einfach so eine Schwester habe. Also, das macht mir richtig, richtig viel Spaß hier. Also, ohne die wäre das ganze Auslandsjahr nicht so geworden, wie es jetzt ist. Also, die ist eine richtige Retterin. Und dann noch zu Georgia, also ihr Geburtstagsgeschenk für den 18. von ihren Eltern ist halt, dass die im Sommer mich besuchen kommen für eine Woche und das passt zeitlich so perfekt. Also in NRW fangen die Ferien halt am 8. Juli an und sie kommt auch direkt am 8. Juli und bleibt für eine Woche. Und ich und meine Eltern, wir haben das wirklich schon alles so ausgeplant, wo wir hingefahren, also nach Berlin und werden wir dann auch nach Köln gehen und nach Düsseldorf bestimmt und noch ein bisschen in Essen bleiben. Und ich werde dir alles zeigen und das wird so cool. Und natürlich werde ich die Kamera mitnehmen, weil ich möchte euch das auch zeigen, wie ihre Reaktion auf Deutschland ist. Und außerdem fahren wir in 12 Tagen nach Disney World und in die Universal Studios. Es wird so cool. Ich bin schon so aufgeregt, wirklich, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, es wird so Hammer. Spring Break 2016. Und jetzt noch zum bisschen ernsteren Punkt in diesem Monat. Also, am vergangenen Mittwoch wurde halt auf der Jungstoilette an meiner Schule halt so eine Amoklaufdrohung gefunden. Und das war schon echt schockierend und angsteinflößend. Am Donnerstag wussten wir halt nicht, ob wir in die Schule gehen sollten oder nicht, weil ich hatte schon echt Angst und ich hatte noch nie irgendwie mit sowas gerechnet und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das ist ja schon echt was Ernstes, wenn auf der jungen Toilette halt so steht, ja, morgen werde ich die Schule bombardieren, morgen werde ich euch alle erschießen. Damit war auch nicht so zu spaßen und ja, also an meiner Schule am Morgen, als ich dann da hingegangen bin, waren da 50 Polizisten an meiner Schule und zufällig wurden Leute halt kontrolliert und da wurden auch Messer gefunden und sowas. Und da war auch dieses Teil, dieses Tor, was ihr halt am Flughafen kennt, wo man halt so durchgehen muss und dann biebt das halt, wenn du verdächtig bist. Also es hat mir schon echt Angst gemacht. Sowas war echt nicht so eine tolle Erfahrung, die ich mir halt so vorgestellt habe an so einer Highschool, auch, also was Ernstes, was auch natürlich in Deutschland passieren könnte. Und meine Gastmutter meinte dann zu mir, wenn es dir schlecht geht, wenn du nicht in der Schule bleiben möchtest, dann sag's mir auf jeden Fall, ich hole dich dann ab. Und dann wurde ich halt nach der ersten Stunde abgeholt. Sie hat halt gesagt, ja, ich werde dich jetzt abholen. Du brauchst nicht mehr in der Schule bleiben. Und wirklich am Ende des Tages waren, glaube ich, nur irgendwie so 100 bis 200 Schüler mehr an der Schule. Also von den ganzen 2000 Schülern, die wir haben an meiner Schule, waren am Ende des Tages nur 200 Schüler da. Also wirklich 1800 Schüler wurden abgeholt wegen so einer Warnung, wegen so einer Drohung. Es ist zum Glück nichts passiert und natürlich, wir wissen noch nicht, wie lange das auf den Wänden da in der Toilette stand. Es wurde halt nur am Mittwoch erst gefunden und ja, ich bin glücklich, dass nichts passiert ist und es werden weiterhin Polizisten an meiner Schule sein. Ja, also so viel dazu. Es ist halt nicht immer amerikanische Filme und perfekt und so alles, also sowas passiert auch. So, und damit beende ich auch dieses Video, mein Update über den Monat Februar und März ein bisschen. Also ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es auch noch nicht getan habt und weiterhin meine Reise hier zu verfolgen und mein Abenteuer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Naja, also ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Bei mir ist wirklich super Wetter und wir feiern heute Georgias Geburtstag nach mit der Familie. Also,
Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.